Ja, ich benutze abwegige Abwege. Ja, hier bin ich nämlich hier wieder bei der Schleuse der komischen. Die, bei der ich mir gleich nochmal die Achsen brechen könnte, was ich nicht vorhab. Blauer Kristall ist da ein Stück weiter. Genau, du bist auch wieder aktiv, also können wir hier gleich mal speichern. LP 0101. So. Eiszauber. Und ja, ich laufe mal den Gang hier wieder entlang. Deck mal kurz die Seite noch zu Ende auf. Du bist der Guardian of Moon, genau. Und du der Sonne. Jetzt muss ich mich hier wieder durch die Feuerbälle durchschlagen. Gleich müsste einer kommen, genau. Hier müsste ich einigermaßen sicher stehen. Wow, hier nicht. Hier aber. Genau so. Jetzt müsste gleich aufgehen. Hm? Nein, geht natürlich nicht auf, weil ich vergessen habe zu spucken. So. Okay. Die Tür geht auf und da geht die Medusentür auf. Okay. Okay, einer von uns ist au. Versteinert worden. Wie hebt man Versteinerung wieder auf? Geht das. Ich glaube kaum, dass das von alleine weggeht. Das ist sowas wie tot für mich. Eigentlich. Hä? Okay. Nein. Nicht gut. Und ja, ich mag es nicht, wenn meine Chars versteinert sind. Sowas ist verdammt nochmal verdammt garstig. So, da sind wir schon wieder. Ja, beim richtigen. Ich dachte jetzt schon, wir sind eine Etage tiefer. Aber okay, wir sind beim richtigen Kristall. Dumm. Hier rum. So, jetzt müssen wir uns wieder hier durch die Tonkrüge durchhauen. Wow, ohne dabei hier gleich getroffen zu werden. So, hier dürften wir sicher sein, bis der Feuerpanther anfliegt. So. Sesam öffnet. So, jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Wow. Oder bombardieren sie einfach von hier. Ignorieren die Schlange. Oder klettern einfach runter, wollte ich sagen. Und wieder eine versteinert. Also machen wir einen Abflug. So. Machen wir einfach dezenten Abflug.
Eine, zwei versteinert, zwei eine vergiftet. Muss ja den Sauge gehen können. Ist es aber zum Glück nicht. Kurz heilen. Dann nehmen wir den anderen Weg nach oben. So, das hebt zum Glück auch Versteinerung auf. Und ich find's blöd, dass mein Eisbolzen nicht richtig vereisen tut. Ja, hier rum, oder? Ja. Genau, hier rum. Und wenn wir dann da lang gehen, müssten wir auf eine Medusa und Mumien und sonst was treffen. Genau, diesen Weg lang, da müsste... Au. Na also. Hör auf, uns vor den Schatten aus anzugreifen. Okay, falscher Zauber. So, das war der richtige. Jetzt muss ich mich erstmal mit dem Zauber umgewöhnen. So. Hi Jungs. Euch treffe ich natürlich mit dem Zauber alle. So. Aber euch schaffe ich auch nicht irgendwie nicht richtig einzueisen. Falscher Zauber. Egal. So. Mana-Trank und weiter geht's. So, richtiger Zauber. Eine Echse am Stock. Was für dich? Jetzt muss ich noch mal die Medusen hier loswerden. Au. Wow. Wow. Oder es wurde schon alles getötet. Durch die Feuerbälle. Eine Schriftrolle. Oh, Licht geht aus. Aber wir haben... Hey, ist das das zweite? Three Steps. Dann X. Entzauf vom XX. Das sieht aus, als ob es noch ein Teil von dieser Inschrift wäre. Archmage Scapula. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon drei Teile des Archmage Sets. Und diese Xafti-Rube. Oh. Wo bist du denn hergekommen? Wie auch immer. Jetzt machen wir das hier mal aus, kurz. Kriegen hier einen Schlüssel, den wir wohl brauchen werden. Ach, und nehmen den unbeschwerlichen Weg hier wieder raus, so. Oh, hier unten sind ein paar von meinen Bolzen gelandet. Wahrscheinlich die, die hier die eine Medusa reingejagt habe. Wow. Das war knapp ausgewichen. Ich habe zwar so das Gefühl, als ob mir ein Bolzen fehlen würde, aber 15 sind auch in Ordnung. Da sind ja noch zwei Bolzen, damit habe ich wieder 17. Okay. Das war das ganze Gebiet hier. Jetzt erklärt mir nur noch mal einer, wie ich weiterkomme, wo ich weitermachen muss. Es bleibt nämlich nur noch diese Teleporterschleuse da. P102. Wir sind schon bei über 100 Safe Games. Ja, weil ich immer so übervorsichtig speichere und immer auf neue Spielstände.
Das heißt, wir haben nur noch das hier, weil hier ist ja nichts mehr. Dumm die dumm. Power Gem. Und was ist hier rum? Hier ist nichts. Okay, das war nicht gut. Zum Glück habe ich mir nichts gebrochen. Schurigen. Achso, sind wir wieder hier. Das heißt, ich muss wirklich warten. So, so, so. Gut, was hat das jetzt gemacht? Außer die Tür auf. Ich meine, hier hat es nichts gemacht. Die Falltür da ist immer noch offen. Oder geht der Teleporter jetzt weiter? Nein, der hört genau da auf über der Fallgrube. Vielleicht müssen wir was werfen. So, 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 so. Ja, müssen wir. Okay. Sind wir zwar wieder ein Stein losgeworden. Aber wir kommen wenigstens hier rein. Power Gem. Haben wir ja schon mal wieder 3. Genau. Steinchen hätte ich gerne wieder. Und der nächste Weg nach oben. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was wir in der Chamber of Sacrifice brauchen. 2 Blitzbomben. Ein Pfeil, der kommt auf jeden Fall mit. Boss? Fragezeichen. Hier sieht es auf jeden Fall böse aus. Hier sind viele Teleporter. Meteor Legplate. Ja, sehr schön. Du bist sicherlich nur halb so schwer und hast definitiv bessere Stats. Toll. Total überladen. Jetzt bist du total überladen. So. Ich nehme nicht an, dass eins von euch ein Windgate zurück zur Oberfläche ist. Kleopatra Kopf sagt nichts. Der Operator-Kopf sagt nur, ich brauche 2 Schlüssel, also gib mir 2 Schlüssel. Da ist eine Kammer, in die man wahrscheinlich eingesperrt wird. Was steht hier? Betrayal. Betrug. Also Verrat. Und da geht das von der Seite auf. Oh. Das da ist der Inselmeister. Das ist ein Stein zu viel. Das ist auch ein Stein zu viel für dich. Dann kriegst du den mal. Und du kriegst die beiden Sachen auch noch, weil du kannst ja mehr tragen. Oder habe ich dir den Skill gegeben? Nein, habe ich nicht. Mist. Naja, du kriegst jetzt erstmal Dodge voll. Dann kriegst du noch eins auf Critical am besten. Frostbomben kriegst du aber auf jeden Fall. Kanonenkugel.